Was geht ab YouTube? Euer Yoshi ist wieder am Start mit einem weiteren Video auf meinem Kanal zum Thema Outfit Glitches. Und zwar möchte ich euch eine weitere Variante des Müllmann Outfits zeigen, die ich persönlich sogar noch besser finde. Ich habe schon ein Müllmann Outfit hochgeladen für euch. Da ist das Checkerboard Oberteil mit drunter und hier möchte ich euch jetzt einfach einmal zeigen, wie ihr auch noch die Deadline Komponente unten drunter bekommt. Und los geht's. Wir müssen uns zwei Outfits erstellen. Das erste Outfit ist, ich zeige es euch mal eben, dieses hier. Dafür zeige ich euch mal eben die Komponenten. Wir fangen bei den Hosen an. Wir gehen zu den Hosen, gehen zu den Sporthosen und wählen dort die erste Sporthose aus, die wir finden. Wenn wir diese dann anhaben, gehen wir einmal rüber zu den Oberteilen, gehen dann dort auf die Jeansjacken und kaufen uns die Nummer 9, ist das bei mir, die abgetragene Jeansjacke. Diese hier. Wenn wir die dann anhaben, bleiben wir bei den Oberteilen, gehen einmal zu den reingesteckten T-Shirts. So, und wählen den schwarzen Klassiker aus. Das ist dann nachher auch die Müllmann-Weste. So, wenn wir die dann anhaben, gehen wir einmal rüber zu den Schuhen. Dort gehen wir dann auf die Rubrik Stiefel und wählen uns dort die 35, ist das bei mir, die schwarze offene Stiefel aus. Wenn wir diese dann anhaben, haben wir das erste Outfit auch schon fast fertig. Jetzt müssen wir nur noch einmal rüber zu den Accessoires. Dort ziehen wir uns jetzt mal eben die Handschuhe an, die wir brauchen. Ihr geht einfach auf die Handschuhe und zieht euch die Hellwalter taktischen Handschuhe an, die ich jetzt hier trage. So, wenn ihr das habt, könnt ihr das Outfit speichern. Ich zeige euch mal eben, wo ihr das am besten macht. Ihr geht auf Gespeichert. Nee, machen wir so. Genau, ihr seht gerade. Hier ist es bei mir auf der 1 auf der 2 abgespeichert. Ihr seht, dass oben rechts steht 2 von 20. Und genau da müsst ihr das abspeichern. Auf der ersten Position, die lasst ihr bitte leer, weil ihr dort das Outfit dann mit der Jogger quasi hinmacht, dass ihr dann zum Merchen braucht. So. Wie gesagt, wir speichern das jetzt mal eben ab. So. Jetzt kommen wir noch zu dem zweiten Outfit. Da könnt ihr alles so lassen, wie es ist, bis auf das Oberteil. Das ändert sich. Dazu zeige ich euch jetzt auch mal eben die Komponenten. Wir gehen halt wieder zu den Oberteilen. Gehen dann einmal auf die Rubrik Party Tanktops. Wo haben wir es? Da, Party Tanktops. Und dort wählt ihr euch einfach das allererste oben aus. So, wenn ihr dieses dann anhabt, geht ihr noch einmal auf die Motorradwesten. Da ist sie auch schon. Und dort wählt ihr euch die abgenähte Patch-Lederweste aus. Wenn ihr die dann anhabt, könnt ihr die einfach auf dem zweiten Platz speichern. Und wenn ihr damit fertig seid, dann haben wir auch schon alle Outfits, die wir brauchen. Am besten geht ihr jetzt noch einmal hin. Geht einmal zu der Kassiererin, geht auf Standard-Outfits und wählt irgendein Standard-Outfit aus. So, wenn ihr das dann jetzt gemacht habt, verlasst ihr einfach nur einmal kurz den Laden und dann macht ihr jetzt den Transfer-Glitch. Den Transfer-Glitch, den werde ich euch wieder unten in der Videobeschreibung verlinken, damit ihr wisst, wie der geht. Der ist wirklich sehr einfach, keine Timing-Parts, einfach nur ein bisschen Rennen fahren und das war's. So, ich mach mal eben kurz einen Cut und sag mal bis gleich. So, Jungs und Mädels, seid ihr denn in der neuen Sitzung angekommen? Geht ihr als allererstes hin und organisiert euch die orange Jogger. Die orange Jogger, dazu gibt es einen eigenen Glitch, dazu habe ich auch ein Video schon hochgeladen. Ich werde euch das Video in der Videobeschreibung dann verlinken. Da könnt ihr euch die dann rausziehen, so sieht das Ganze dann aus. Und wenn ihr das dann gemacht habt, ich gehe mal eben kurz runter in den Kleiderschrank, um euch das mal einfach zu zeigen. Nach dem Transfer-Glitch haben wir dann hier unsere zwei Outfits, die wir übertragen haben. Und das Outfit mit der orangen Jogger, das speichern wir dann auf der 1. Deswegen müsst ihr den Platz auf jeden Fall leer lassen, wenn ihr mit dem weiblichen Charakter eure zwei Outfits erstellt. Ich speichere das Ganze gleich nochmal ab. Und zwar, wir müssen erstmal noch ein Oberteil anziehen. Und zwar ist das ein Renntrikot. Das findet ihr auch im Bekleidungsgeschäft. Und zwar ist es dieses hier. Das kauft ihr euch ganz einfach und zieht es mit auf die orange Jogger drauf. Und dann speichert ihr das Outfit einmal ab. So, wenn ihr das dann gespeichert habt und ihr habt das Outfit fertig, so wie es jetzt hier bei mir ist, dann geht ihr hin, drückt einmal die Optionstaste, geht auf Online, geht auf Jobs, Job spielen
von Roxy erstellt. Dann geht ihr auf Versus und startet Korrupter Cop. So, seid ihr angekommen. Wechselt ihr einmal hier bei Kleidung auf In Besitz. Bestätigt die Einstellungen und ladet irgendeinen von euren Freunden ein oder random Spieler, das ist vollkommen egal. Ich mache das Ganze mal eben schnell. So, der Kollege ist eingeladen. Jetzt warten wir noch eben darauf, dass er beigetreten ist und dann starten wir auch schon. So, ist euer Kollege nun drinne? Klickt ihr einfach nur noch auf Spielen? Alles klar, und wenn ihr das habt, geht ihr jetzt unten einmal auf Besitz, drückt einmal nach rechts und ihr seht, es hat sich nichts verändert. Jetzt drückt ihr noch einmal nach rechts, da haben wir dann schon die Müllmann-Weste drauf. Und jetzt nur noch einmal nach rechts, um uns auch die Deadline-Klamotte darunter zu ziehen. Wenn ihr das jetzt habt, geht ihr einfach nur auf Bereit zum Spielen. So, jetzt warten wir, dass die Mission gestartet ist. Da sind wir auch schon drinne. Genau, und jetzt wie in meinem vorherigen Video, ihr packt einfach mal die Waffe weg, geht ins Interaktionsmenü auf Stil und auf Accessoires und packt euch den Ohrhörer drauf, den LCD-Ohrhörer. So, wenn ihr den dann drauf habt, geht ihr einfach auf euer Handy, geht auf Jobliste, drückt da einmal drauf und dann auf Viereck und auf X, um den Job zu verlassen. So, und sind wir in der Sitzung angekommen, seht ihr, wir haben das Outfit an. Jetzt rennen wir nur noch einmal rüber zur Ammunition und speichern das Outfit einmal ab. Bei mir ist jetzt halt die Ammunition das nächste. Ihr könnt auch in den Bekleidungsladen gehen oder halt in euer Apartment, je nachdem, wo ihr als nächstes spawnt, sozusagen, was am nächsten für euch dran ist. Ich gehe jetzt hin und ziehe mir als allererstes mal wieder den LCD-Kopfhörer aus. So. Und wenn wir das dann haben, speichern wir das Outfit einmal ab. So, das Outfit ist abgespeichert und damit sind wir auch schon fertig mit dem Glitch. Ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Eine Sache möchte ich noch sagen, und zwar, ich würde gerne den Hadi grüßen und den Baturhan Akbas. Die Kollegen haben nämlich in die Kommentare geschrieben und gefragt, ob ich sie nicht grüßen kann in meinem nächsten Video. Und das habe ich jetzt hiermit gemacht. Grüße gehen raus für euch an der Stelle. Ja, wenn ihr noch Fragen haben solltet, schreibt sie gerne in die Kommentare oder in meine Community oder ihr addet mich einfach bei PSN. Und zwar mein Gamertag werde ich unten auch in die Videobeschreibung reinpacken. Ja, und ansonsten war es das von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, macht's gut, bis bald und ciao.